So, kommt gleich der nächste Hammer. Bitte Leute, ich habe das geschrieben vor zig Jahren, also eigentlich vor 10 Jahren, aber wusste schon bereits, was jetzt da ist. Ach, und überhaupt die wachsende Weltbevölkerung über Hunger und Armut klagt. Aber niemand, die Politik und das System an sich deutlich in Frage zu stellen wagt. Oh, überkommt mich doch ein Wetterleuchten. Will keinem mehr da draußen trauen, weil das Volk mit Schweigen zustimmt, was die da oben in den höheren Lagen so zusammenbrauen. Unfassbar, nicht? Und es ist immer noch so. Und wir sind immer noch still. Genug von der Kampagne der Angst. Ich kann es einfach nicht mehr tragen. Obgleich ich den Meteoralarm sehe, ist eh keiner da, dem ich es könnte sagen. Drum schnell und nur um der Fata Morgana mich weiterhin hinzugeben, mache ich das Gesichtsbuch auf. Das ist dieser deutsche Ausdruck Übersetzung für das, was wir eh alle kennen. Denn dort habe ich ja meine wahren Freunde immer anwesend und auf Knopf. Druck bereit zuhauf. Aber auch hier ist die Spiegelung von mehr als nur Banalität überschwemmt. Das Individuum scheint in der Anonymität völlig hirnlos und gänzlich ungehemmt. Das wissen wir ja alle, oder? Inzwischen haben wir das, diese Nicknames, diese Namen, die keinem mehr gehören, keiner muss mehr zu dem stehen, was er sagt, und kann seinen Müll unzensiert und ungehindert rauswerfen. Nennt man heute Hater. Da gibt es Leute, die machen sich dann lustig über die, wenn du etwas sagst und ziehen die durch den Dreck, so richtig öffentlich, habe ich schon erlebt. Unfassbar, habe ich schon erlebt. Oder die einfach so einen Scheißkommentar hinterlassen, ohne jemals eigentlich nachgedacht zu haben, was das mit dem anderen Menschen macht. Und so weiter und so fort. Habe ich damals schon gesehen. Und da werde ich jetzt aber nicht mehr drauf eingehen, weiter im Text, aber wie gesagt, an einer anderen Stelle. Bis zum nächsten Video, bleibt dran. Ist nicht leicht die Kost, ich weiß, lohnt sich trotzdem.